Ich sage euch mal eins, liebe Freunde, warum die Leute bei TikTok im Moment so drauf sind. Warum die mich wieder mobben, fertig machen und negative Kommentare abgeben. Ganz einfach, schaut euch das wieder an, dann wisst ihr es. Der Herbst ist nämlich gerade angekommen. Wie ihr seht, ist der goldene Herbst, der Altweibersommer, wie das heißt, das schöne Wetter, quasi der Sommer schon vorbei. Komplett. Und kein Wunder, dass die Leute dann so drauf sind, dass sie wieder mich rauslassen. Ach, gibt das solche Idioten? Kann man nichts machen. Gibt das solche Idioten? Wie so schön der Spruch von meiner Mutter ist, wie ich gerade erwähnt habe. Es gibt halt solche Idioten, kann man nichts machen. Der schöne Spruch von meiner Mutter. Außerdem, meine Videos sollen lächerlich sein. Ganz ehrlich. Die anderen Videos bei TikTok, die sind lächerlich, aber nicht meine. Meine Videos sind nicht lächerlich. Die anderen ja bei TikTok. Also ich meine jetzt die Videos, die nichts sind. Die überhaupt nichts sind. Die Videos, die meinte ich, die sind lächerlich. Nicht, dass ihr das verkehrt versteht, liebe Freunde. Ich habe nur die Videos gemeint, die wirklich nichts sind. Die wirklich lächerlich sind. Zum Beispiel mit dem fetten Bäuchen und so. Oder mit der Toilette oder so. Was weiß ich. Und dann noch, was man nicht gezeigt werden darf, mit SEX. Drei Buchstaben, wisst ihr ganz genau, was ich meint. Da wisst ihr ganz genau, was ich meine. Das ist lächerlich. Das sind lächerliche Videos. Also nicht, dass ihr das vergesst, versteht ihr, Freunde, ich meinte nur die Videos, die wirklich nicht sind. Das sind lächerliche Videos. Und nicht meine. Es kann mir sowieso keiner was. Einer hat mich zwar schon verraten bei TikTok, aber ich werde jetzt auch nochmal sagen, es kann mir sowieso keiner was. Weil ich habe unter Datenschutz eingestellt, ob ich die Kommentare genehmigen kann oder nicht. Die Mobbing-Kommentare oder negative Kommentare werden gelöscht und die guten werden genehmigt. Ganz einfach so. Fehlt mir prima Daumen, die Mobbing- und negative Kommentare werden gemeldet. Und nebenbei noch gelöscht. So, dann wünsche ich euch alle einen schönen Mittwoch. Und ja, Herbst wird angekommen.